Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Factorio. Wir wollten eigentlich hier unser lustiges kleines Werk für die Speed-Module bauen. Und was mir jetzt gerade so auffällt, ist die Tatsache, dass wir nicht überall volle Elektrizität haben. Wir gehen das Ganze mal an und gucken uns das mal an, was wir hier haben. Unser kompletter Strom läuft momentan über Dampfmaschinen. Zwar ist die Nacht jetzt gerade zu Ende, aber wir erreichen mit den Schienen, die wir jetzt im Moment haben, nicht die komplette Nacht. Mal gerade gucken, ob wir einfach nur Akkus brauchen oder... Oh. Sind unsere Akkus schon voll? Nein, noch nicht. Ah, okay. Jetzt kommen wir so langsam in den Bereich, wo die Solarzellen ihre volle Leistung entfalten. Jetzt bei 13 Megawatt. Das heißt, wir müssten eigentlich mehr Schienen bauen. Sind dann unsere Lasertürme. Okay. 20 Stück. Dann noch mehr wie 20 Lasertürme. Alle. Hey. Fehlt uns hier eine Verbindung, kann das sein? Hier fehlt uns eine Verbindung. Kein Wunder. Gut. Dann müssen wir hier mal eine Verbindung schaffen. Und siehe da, wir haben da wieder volle Elektrizität. Gut, da war also das Problem zu suchen. Und was passiert hier? Verstehe. Oh Gott, hier müssen wir eine kleine Änderung machen. Wir hatten ja sowas wie einen kleinen Stau. So. Gut. In Sachen Speed-Module. Also wir brauchen 1, 2, 4. 2 bzw. 2, 4, 8. 2, 4, 8 wären wir bei 14 von diesen Fabriken. Ich bin mir gerade nicht so ganz sicher, wie ich das machen soll, aber ich würde fast sagen, dass ich die Speed-Module hier unten herstelle. Und zwar reißen wir hier dieses Fließband mal ab. Machen wir mit einem Abbauplan. So. Dummerweise macht er das jetzt trotzdem mit meinen Baurobotern. Also die Idee war eigentlich, dass ich diese Sachen hier nicht im Inventar habe. Noch ein paar Fässer übrig. Da kommen sie. Jetzt muss ich mal gerade gucken, ob ich das hier weltüberspannt bauen kann, aber ich glaube schon. Eins. Ich mich hier ein bisschen Platz machen. Und auch hier die Mauer mal entfernen. Dann haben wir nämlich hier ein bisschen Platz für die ganzen Geschwindigkeitsmodule hier herstellen zu können.
können auch weg. Versuchen wir ein sinnloses Layout herzustellen, ein sinnvolles Layout für unsere Speed-Module. 1, 2, 3, 4. Macht das Sinn, was ich hier mache? 1, 2, 3, 4. Könnte gehen. Muss aber nicht. Passt genau nicht dazwischen, ne? Machen wir was anderes. Machen wir hier eine Lücke rein. So. Der Plan wäre jetzt Speedmodul 1. Zu Speed Modul 2 zu Speed Modul 3. So der Plan. Speed Modul 1 brauchen wir rote und grüne Schaltkreise. Genauso hier brauchen wir rote und blaue Schaltkreise und hier brauchen wir auch rote und blaue Schaltkreise sowie Alien-Artefakte. Belt hier und ein Belt da. Und dann machen wir einen. Machen wir das am schlauesten. Wir fuchsen gerade mal so ein bisschen. 1, 2. Kann der weg. Das geht so nicht. Machen wir es so. Das geht so auch nicht. Rot und Blau, Rot und Blau. Das heißt, Rot und Blau müsste ich dann hier auf der Seite einfach anflanschen. Also ich kann hier näher ranrücken. 1, 2 und 3. Etwa in der Form. So wäre dann so der Gedankengang. Dann nehmen wir hier Speed Modul 2, Speed Modul 3, Speed Modul 2. Und hier auf diesem Fließband hätte ich dann ganz gerne sowohl grüne als auch rote Schaltkreise. Patronengedöns können wir mal gerade weiter erforschen. Lasergeschütz zum Schaden. Plus Geschwindigkeit, die nehmen wir mal mit rein. So. Jetzt haben wir hier zwei Fließbänder, die jeweils. Wie machen wir das denn am geschicktesten? Ich glaube, ich werde die jetzt einfach mal mit Tunneln ein bisschen nach oben versetzen. Und zwar so. Das macht noch nicht so viel Sinn.
Macht eigentlich überhaupt gar keinen Sinn, was ich hier baue. Dann machen wir das anders. 1, 2, 3, 1, 2, 3. So. Ich gern einmal von da was dran und einmal von da was dran. Das wird sehr interessant, was ich hier baue. So. So. Da laufen erstmal die grünen Schaltkreise für da hinten rüber. Und jetzt. Hätte ich gerne hier diese Schaltkreise. Die holen wir uns von da. So. Und dann verlegen wir das Ganze von hier, hallo, nochmal hier so runter. So, also man sieht, das Ganze wird schon ein bisschen komplexer, das Ganze hier. Und gehen wir hier hin. Das wäre dann jetzt unsere Grundversorgung für diese Geschichte hier. Machen wir dann einmal mittig jeweils, zack und zack. So, dann wäre das quasi eine modulare Variante, die wir dann hier nutzen können. Ich glaube, das Layout wird richtig cool. Mag das gerade, dass wir hier so ein Layout entwickeln. Also ich habe mich da jetzt auch nicht irgendwie teasern lassen, wie das hier ganz passabel funktionieren könnte. Aber ich glaube, wir sind auf einem echt guten Weg. So, da sind unsere Batterien. Hier brauchen wir jetzt Blau und Rot. Das heißt, wir können jetzt, wenn wir eine coole Säule sind, ganz erstmal so. Dann wollen wir dahin. Zack, zack. Dann nutzen wir unseren Tunnel. Führen das Ganze schon mal hier bis zur Mitte runter. So, dann haben wir da schon mal rote Schaltkreise. Das heißt, wir müssten hier nur noch blaue hinbekommen. Das ist eigentlich auch kein großes Problem, weil wir hier einfach eine Anforderungskiste nehmen. Klatschen wir dann hier hin. Hier sage ich, ich hätte gern CPUs, also Prozessoren. 40 Stück. Und er setzt hier dann einen Greifarm hin. Das geht so nicht. Nur auf diese Seite machen. So. Dann kann er dieses Band nämlich hier auch mit blauen Schaltkreisen voll machen.
Das sollte eigentlich dann genügen, um das Ganze hier ans Laufen zu kriegen. Setzen wir noch ein paar Strommasten dazwischen, und zwar hier und da. Hätte ich gerne hier einen. Ja. Und dann setzen wir da und da noch einen hin. So, das Ganze müsste jetzt eigentlich schon mehr oder weniger ans Laufen kommen. Wir werden jetzt diese Kollegen hier noch dahin setzen. Und es scheint zu funktionieren. Hier müssen dann natürlich noch Speedmodule rein, das ist ganz klar. So, wir brauchen jetzt noch 6 gelbe Fabriken. Wie viel haben wir noch? 6. Wow. 1, 2. Dahin, dahin und den dazwischen. So, jetzt versuchen wir das so gut es geht zu kopieren. So, der war da in der Mitte, dann haben wir da einen Mast und da einen Mast. Und dann haben wir hier links und rechts noch einen. Gut. Und das Ganze können wir dann wahrscheinlich nochmal irgendwie als Blaupause speichern und uns das dann so erweitern, wie wir es brauchen. Wir reißen jetzt erstmal hier noch ein Fließband nach unten. Das ging ungefähr bis hier. Nehmen wir noch diesen Durchgang hier. Den wir eigentlich gar nicht brauchen, das lassen wir auch. So, aber wir besorgen uns hier ein paar rote Schaltkreise. Uns hier eine Lücke rein. So. Da machen wir das folgendermaßen. Auf der inneren Seite natürlich nicht. Haben wir hier unsere roten Schaltkreise außen. Dann nehmen wir nochmal eine Anforderungskiste. Wo haben wir sie? Wo haben wir sie? Wo haben wir sie? Da oben. Anforderungskiste hier hin. Greifarm in diese Richtung. Dann setzen wir uns da nochmal einen Strommasten hin. Und dann hätte ich gerne, dass du blaue, und zwar 40. Nicht 50, 40. So. Und dann haben wir hier auf der Seite auch unsere CPUs. Und das Ganze funktioniert dann sehr, sehr gut. Eine Sache müssen wir nachher abschließend noch machen, dass... Machen wir dann ganz zum Schluss. 1, 2, 3, 4. Dann einmal darüber, einmal darüber. So. Das Ganze dann so rum. Gerade mal überlegen, wie wir die. Okay, die machen wir mit einem langen Greifarm, holen wir die da raus. Ich glaube, das ist die beste Variante. Der hier muss dann weg. Oder? Na, das bleibt erstmal so. Oder? Könnten den, ne, den können wir auch nicht versetzen. So, einmal in diese Richtung. Und da in der Mitte auch.
So, du stellst mir normale Speed-Module her. Die Zweier. Und du die Dreier. So. So, jetzt wird's interessant. Jetzt haben wir zum einen einen Bedarf an Alien-Artefakten. Das heißt, die müssen wir irgendwie da reinkriegen. Und zudem müssen wir die Speed-Module da auch wieder rauskriegen. Das heißt, wir müssten eigentlich zwei Kisten haben, die wir mit diesem Ding hier füllen können. Das heißt, eine Kiste setzen wir hier hin. Das ist die Anbieterkiste. Anbieterkiste, da haben wir sie. Und dahin und dahin. So und so. Und dann brauchen wir noch eine Anforderungskiste, beziehungsweise zwei. Das machen wir jetzt folgendermaßen. Die Anforderungskiste, die setzen wir auf die andere Seite und machen das dann mit einem langen Greifarm. So. Da und einmal da. So rum und so rum. So, du suchst mir bitte davon 5. Ne, wie 5 brauchen wir dann nicht auf Vorrat. Und hier dasselbe. 5. Das Ganze limitieren wir auf 2 Stacks. Auf dieser Seite auch. Der Kamerad arbeitet jetzt und jetzt sollten wir nach und nach hier unsere Module bekommen. Jetzt haben wir natürlich ein ganz gewaltiges Problem, nämlich wir produzieren zu wenig rote Schaltkreise. Warum ist das so? Weil wir zu wenig grüne Schaltkreise produzieren. Warum ist das so? Weil wir zu wenig Kupfer haben. Das heißt, wenn wir mehr Kupfer hätten, würde unsere Produktion besser funktionieren. Das heißt, da müssen wir als nächstes ansetzen, dass wir unsere Kupferproduktion ein bisschen pimpen. Unsere Kupferproduktion hätte ich gerne in der Form, wie wir hier unsere Eisenproduktion haben. Bei erzmäßig sind wir hier schon ziemlich krass am Start, ne? Das Kupfererz haben wir mehr oder weniger genug im Moment noch. Weil wenn dieses Feld da abgeerntet ist, dann müssen wir uns halt auch überlegen, dass wir hier mal irgendwie noch ein bisschen zurande kommen. Gut, unsere Eisenproduktion. Warum hab ich da die normalen... Reichen die normalen Greifarme oder sollte ich da besser die blauen nehmen? Ach, die sollten eigentlich reichen. Gut, wir laufen nochmal runter. Gucken uns das Ganze an. Gucken mal, da sind schon ein paar Speed-Module in der Kiste. 2 und nochmal 2. Wenn diese Kisten hier voll sind, dann werden wir hier diese Anlage als erstes mit Speed-Modulen versorgen. Mal hier. Wir verbrauchen jetzt halt CPUs auch, ne? Dann gucken wir ins Produktionstab. Wir stellen her
24 CPUs pro Minute, also Prozessoren. Davon 37, das ist zu wenig. Das ist auch zu wenig, das ist alles zu wenig. Wir brauchen mehr Power. Ich bin auch gerade ernsthaft im Überlegen, ob wir uns irgendwo nicht ein ganz großes Gebiet erschließen und uns da eine riesige Produktionsanlage schon mal vorkonfigurieren, wo wir dann einfach nur unsere Züge mit den Rohmaterialien hin umlenken werden. Dass wir dann so Anlagen für Massenproduktion auslegen können. Hier fehlt uns richtig Material. Was wir jetzt als erstes mal machen, ist, wir beschleunigen unser Fließband für die roten Schaltkreise. Ja, das war eigentlich falsch, ist aber nicht schlimm. Kann man hier runter. So. Erweiterten CPUs, die hier dann Highspeed-mäßig eigentlich durchcruisen sollten. Ja, was machst du denn da? Mensch. So. Die haben wir eigentlich auch zu eng gebaut. Hä? Bisschen beschleunigen. Und so. Darf ich das? Nee. Ins Tausendste. So. Das sind die Kerlchen hier, sollten eigentlich dann relativ schnell hier rüber geschossen werden. So, zack und zack. Wenn die denn hier dann in ausreichender Menge ankommen würden, da haben wir dann das nächste Problem. Hier machen können 1, 2, 3. Hier. Haben wir das schon mal ein bisschen geboostet. Gut. Da kümmern wir uns aber in der nächsten Aufnahme drum, beziehungsweise in der nächsten Folge, in derselben Aufnahme. Ich mache jetzt erstmal eine kleine Unterbrechung und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao.